Bergholz TV wird Ihnen präsentiert von der Stadt Wiel und der Implenia. Der Sportpark Bergholz ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt und setzt neue energetische Maßstäbe. Bereits im Totalunternehmerwettbewerb ist uns gelungen, die Bauherrschaft von den Vorzügen von der Energiekonzeption zu überzeugen. Mit nur einem übergreifenden Energiekonzept nutzen wir hier in Bergholz alle Energieformen optimal aus. Eine Minergie-Zertifizierung ist auch bereits im Wettbewerb eine erklärte Anforderung gewesen. Dank dieser Entschlossenheit, dem Willen, dem Durchhaltevermögen und nicht zuletzt auch dem Know-how von allen am Bau Beteiligten ist uns gelungen, hier in Wiel der erste nach Minergie-Standard zertifizierte Sportpark zu erstellen mit den Nutzungen Hallenbad, Eishalle und Fußball. Kommen Sie mit auf einen Rundgang durch Gebäudetechnik. Also wir befinden uns hier in der Heizzentrale des Sportparks. Hier hat es zwei grosse Geräte. Nämlich einerseits der Gasheizkessel mit 1000 kW Leistung und andererseits ist es das Blockheizkraftwerk, wo ich jetzt da gerade davor stehe, wo eine thermische Leistung hat von 360 kW und Stromleistung, also für Stromproduktion von 230 kW. Die Idee von dem Blockheizkraftwerk ist, dass es möglichst lang läuft. Durch das möglichst viel Strom produziert, wo der Sportpark dann nicht muss einkaufen extern. Hier befinden wir uns in der neuen Trafostation Sportpark. Die hat die alte Trafostation Sportanlage abgelöst. Um die Station zu erschliessen, haben wir gut 1200 Meter Hochspannungskabel eingezogen, wo die ganze Anlage dort versorgen. Das Herzstück sind die zwei Transformatoren an je 1000 kVA. Wir können also hier gut etwa 3000 Ampere Strom liefern und versorgen eigentlich hier damit hauptsächlich den Sportpark und zwei, drei Liegenschaften aussen durch. Wir stehen hier vor dem Schrank des FC, von den Masten. Hier wird die ganze Mastversorgung gemacht von diesen vier Masten auf dem Spielfeld aussen. Die würden ab hier mit Energie versorgt, sie würden geschaltet und wir haben pro Masten eine Leistung von ca. 62 kW und die wird von diesen Schaltern entsprechend der Steuerung gespeisen und versorgt. Wir sind hier im Untergeschoss in der Kältezentrale neben einem Kälteverdichter. Wir haben hier zwei Kälteverdichter. Zwei brauchen wir zum Eisen. Später beim Betrieb braucht es nur einen. Die werden mit Ammoniak betrieben. Das ist ein natürliches Kältemittel. 150 Kilo ist die Menge, die in diesem Raum ist. Gegenüber früher, wo dann das Ammoniak auch noch ins Feld ist. Mit 2 bis 3 Tonnen sind die 150 Kilo sehr wenig und wie schon gesagt, sie bleiben nur in diesem Raum. Wir sehen hier eine Gesamtübersicht der Kälteanlage. Das ist die Untergrundheizung oder Eisfeld mit der Bemalung. Das ist dann die eigentliche Kälteverordnung. Wir stehen hier auf dem Eisfeld. Ich würde das Eisfeld und die Betonpisten als Sandwich bezeichnen. Wir fangen unten an mit der Untergrundheizung, die über 3 km Röhrli verlegt sind. Mit der Ausgleichsschicht und 14 cm Dämmung geht es weiter. Dann wieder eine Ausgleichsschicht und dann über 22 km Röhrli mit Distanzhalter und Armierung, wo dann die letzten 12 cm, sprich Betonpisten, als Ganzes ausmacht. Der gesamte Aufbau ist 40 cm dick. Das Eis selber im Moment ist 2,5 cm dick.
und wird dann nachher für jeden entsprechenden Event wieder neu gepflegt. Ja, wir befinden uns hier im Technikraum 1 vom Sportpark. Das ist die Energiezentrale, kann man so sagen, vom ganzen Sportpark, obwohl es hier keine Erzeugung hat. Wir haben hier rein die Zusammenfassung der ganzen Energie und wiederum die Verteilung der Energie. Das Ganze wird gesteuert über den Zuchtström hier. Das ist ein grosses Gefäß mit etwa 3000 Liter Inhalt Wasser. Und hier kommen sämtliche Energien, die wir erzeugen, ich sage jetzt BHKW, Gasheizkessel, Abwärme von der Eisaufbereitung, kommt hier rein mit den verschiedenen Temperaturen. Und die ganze Energie wird dann wiederum entladen und geht in die grossen Speicher. Das sind je 2x25.000 Liter Speicher mit Hochtemperatur- und Niedertemperaturbereich. Wir befinden uns jetzt hier in einer der 8 verschiedenen Kontrollräume des Sportpark Beckholz. Wir sehen hier das Energieverteilungssystem des Sportparkes. Die Herausforderung der Gebäudeautomation bestand darin, eine gleiche Sprache von allen Energieerzeugern und Verbrauchern zu finden. Wir sehen jetzt hier den Verteiler schematisch aufgebaut und haben die Möglichkeit, mit den verschiedenen Speichern hier den Energiefluss zu steuern. Im Beckholz wird Sicherheit sehr groß geschrieben. Wir haben verschiedene Sicherheitssysteme. Wir stehen hier vor dem Schrank der Evakuationsanlage. Die Evakuationsanlage ermöglicht, dass die Leute aufgeboten werden können über verschiedene Stellen, dass die Leute, so die Evakuation von diesen Bereichen gut und tadellos erfolgen. Ein weiterer Punkt ist die ganze Sicherheitsbeleuchtung. Da ist eine Zentrale, die ermöglicht, dass Notleuchten, die im ganzen Beckholz in allen Räumen vorhanden sind, im Netzausfall auch eine sichere Evakuation ermöglicht und in dem Sinn die Gänge und Plätze und einzelne Räume ausleuchtet. Weiter haben wir eine Brandmeldeanlage. Die Brandmeldeanlage ist ausgebaut als Vollschutzanlage. Das heisst, an sich jeder Raum im ganzen Beckholz hat einen Brandmelder drin, der im Brandfall eine Auslösung macht und so die Evakuation veranlasst und die Feuerwehr aufbietet. Das erfolgt automatisch über ein sogenanntes Übermittlungsgerät. Speziell haben wir im Hallenbad eine Überwachung vom Badwasserbereich. Das System heisst Angel Eye. Technisch funktioniert das so, dass mit Videokameras der Bereich vom Boden abgedeckt wird. Wenn sich eine Person längere Zeit nicht bewegt, wird da über Algorithmen gemolden am Badmeister. Der Badmeister sieht im Bildschirm, wo der Standort ist und kann sofort an den Standort hingehen, wo der Trinkende drin ist und kann ihn retten. Wir befinden uns hier im Untergeschoss vom Hallenbad Beckholz. Hier ist die ganze Badewasseraufbereitung. Für das Hallenbad werden in der Stunde etwa 530 Kubikmeter umgewälzt und als Reinwasser der Becken wieder zugeführt. Die Aufbereitung des Badewassers erfolgt aus dem Ausgleichsbecken mit der Filterpumpe über Sandfilter, eine Ozonstufe und am Schluss, bevor es ins Becken kommt, wieder Dosierung von Chlor. Im Freibad haben wir deutlich größere Umwälzvolumenströme aufgrund der größeren Wasserfläche. Etwa 1360 Kubik pro Stunde. Darum haben wir im Freibad auch eine andere Filtertechnologie gewählt, mit einem Anschwemmfilter, mit Kieselgur, der sehr platzsparend ist. Wir versuchen, den Stromverbrauch von diesen grossen Filterpumpen möglichst gering zu halten. Das kann man unter anderem mit dem, dass wir eine moderne Gesamtchlormessung haben, die Wasserhygiene misst. Und wenn die gut ist, darf man den Volumenstrom ein bisschen reduzieren und entsprechend Strom sparen. Ein Novum
im Bäderbereich ist dann Sportpark Bergholz auch die Schlammwasseraufbereitung. Da fangen wir das Schlammwasser, das anfällt, beim Spülen der Sandfilter auf und aufbereiten mit einer Ultrafiltration und Umkehrosmose. Nachher ist das Wasser keimfrei und auch größtenteils entsalzt. Das speisen wir wieder ein als Frischwasser ins Badewasser. Wir verwenden unter anderem Abwärme von der Kunsteisbahn zum Heizen vom Badewasser, insbesondere vom Warmwasserbecken. Das Warmwasserbecken wird außerhalb der Betriebszeit in der Nacht ins Nachtspeicherbecken abgelassen. Dort umgewälzt, ohne dass es grosse Energie Wärmeverlust hat und am Morgen wieder frisch befüllt. Das Badewasser wird kontinuierlich ein Teil ersetzt durch Frischwasser. Entsprechend muss auch ein Teil weg, das ist der Stetslauf. Mit dem Stetslauf speisen wir das Spülwasserbecken, wo wir nachher den Sandfilter damit spülen. Und was zusätzlich anfällt, vor allem in der Freibadsaison, wird entchlort, aufgefangen und zur Verfügung gestellt für die Rasenbewässerung vom Kunstrasenfeld im Fußballstadion.